Hallo liebes YouTube-Universum und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von meinen, ja, Let's Retro Ocarina of Time wieder. In der letzten Aufnahme mit dem großen Link haben wir jetzt das Spiegelschild erhalten und können wieder zurück. Wir gehen einfach alles nochmal runter. Ups. Wir hätten auch runterspringen können. So, und jetzt sehen wir die Eigenschaften des Spiegelschilds. Zwar können wir Sachen aktivieren, beziehungsweise Licht reflektieren. Ist schade, dass man das erst zu spät im Spiel eingebaut hat. Deswegen kommt es auch bloß hier in dem Tempel zum Tragen. Hätte man vielleicht früher schon ein bisschen was tun können damit. Aber, naja. Ich will mich nicht beschweren. So, jetzt haben wir hier den Schlüssel für hier. Okay, das war ein bisschen fail und so. Na. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja. Ich würde gerade sagen, jetzt kratze ich bei dem ab oder was? Ein bisschen blöd. Sehr gut und so. Hier müssen wir natürlich das erst entfernen. Können wir eigentlich ganz hoch? Können wir. Ist aber ein dummes Rätsel, ganz ehrlich. Warum ich jetzt da irgendwie... Normalerweise, wenn ich gut ziehe... Und warte, bis wieder einer da ist von denen, dann könnte ich theoretisch auch... Jetzt. Jetzt könnte es sein, dass ich das überlebe. Na, locker. So. Da halten wir uns jetzt gar nicht lang damit auf. Sondern gehen direkt weiter. Hier brauchen wir natürlich den hier. Was kriegt man hier noch? Gehen wir mal kurz rein, spaßeshalber. Gut. Bums. Das war ein bisschen Life Train und so. Hei, hei, hei. Ach so. Hätte ich mir eher echt denken können. Oh Gott. So. So, wir müssen jetzt das hier verschieben. Gut. Hält einiges aus, das Schild. Freut mich. So, und wir können jetzt hier... Perfekt. Genau so habe ich mir das gedacht.
so. Jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal, was in dem anderen Raum war. Hier. So. Hier müssen wir also auch rein. Na. Und du gehst auch drauf. Und du auch. So. Na, geh drauf. Was? Oh, die Türen. Okay. Die Türen... Fake-Türen hat mir ja gesagt, mach das hier. Damit kann ich mal alle kaputt machen und so. So. Perfekt. Das war jetzt aber auch kein wirklich schweres Rätsel. Aber typisch Zelda halt. Der Masterschlüssel. Na Gott sei Dank habe ich in die Tür noch reingeguckt, ey. Sonst hätte ich wahrscheinlich am Schluss vom Tempel mir in den Arsch gebissen. Wenn ich den Masterschlüssel nicht hätte. Ohne den geht so gut wie gar nichts, ne? Liebe Leute. Aber das wissen wir ja. Oh, sehr gut. Perfekt. Jetzt kommen wir hier in den Raum. So. Da hinten sehen wir schon, können wir was Großes verwenden. Ich glaube, ich kann da einfach mit reinschießen. Ja. Und der Masterschlüssel ist zu gebrauchen. Sehr gut. Ganz so aus, Kotake. Wie außergewöhnlich, dass sich jemand so tief in unseren Tempel hineintraut. Wir sollten ihm eine ordentliche Lektion erteilen. Oh, treuer Vasall. Zerstöre diesen Eindringling! So, okay. Wird wahrscheinlich genauso besiegend sein wie die anderen. Aber das ist ein gutes Ding, dass wir hier dann ein paar Leben sammeln können, weil... Boah, ja, ich wollte es gerade sagen, weil das sah es ja nicht mehr wirklich so gut aus. Ei, eidert aus. Gut. Na, Gott sei Dank haben wir Feen dabei, würde ich mal behaupten. Jawohl. So, jetzt kriegst du erstmal aufs Dach. Opfer. Hier.
Oh, der zieht einem 4 Leben ab. Sau unrealistisch. So. Und gleich nochmal. Typisches Angriffsmuster. Und Bums. Boah, der hat aber... Der hat aber eine Lebensspanne. Wo bin ich? Sieht so aus, als hätte sie... Sorry. Sieht so aus, als hätte sie sich befreien können, Kume. Sie ist noch jung, genießt aber hohen Respekt unter den Gerudo-Kriegerinnen Kotake. Vielleicht sollten wir sie etwas länger zum Diensten des mächtigen Gandor versklaven. Wir sollten ihr Gehirn einer neuen Behandlung unterziehen. Ihr alten Hexen, Alter, ich hole euch jetzt, das schwöre ich euch. Ihr seid die Nächsten, würde ich mal behaupten. So. Sieh dir diesen Dummkopf an! Er kann freiwillig als Opfer für den mächtigen Gandorf. Meine Flammen werden ihn bis auf die Knochen verbrennen. Das Lachen überlasse ich mal denen. Sauber wird seine Seele gefriert trocknen. Das sind die Killer-Omas. Oder Omats? Nein, ich sag Omas. Klingt besser. So. Gibt einen ganz einfachen Trick. Den zeige ich euch jetzt. Beziehungsweise ist das der Lösungsweg. So. Oh, ich muss die andere damit abschießen. Mit dem Spiegelschild kann ich zurück. Sehr gut. Ich glaube, ich visiere sie an. Ich glaube, das kommt besser. Die sind voll groß. Erwischt, würde ich mal sagen. Lassen sich aber ordentlich Zeit. So. Sehr gut. Ah, da kann ich gleich die andere analysieren. Okay, das war ein Kalter.
Jetzt kommt der Kalte. Bringt mir so vorerst gar nichts. Sie war ja nicht in Reichweite. Okay, die andere gibt gleich tierisch ab. Komm. Schon wieder die Feuertanne. Und komm. So, perfekt. Naja, komm. Ja. Bringt ja so nichts. Trotzdem. So, perfekt. Uah, ich hätte das Schild nicht loslassen dürfen. Perfekt. Thermohexi! Okay. Ach so, stimmt ja. Okay, jetzt weiß ich es wieder. Müssen wir aufpassen, was er macht. Ja, perfekt. Ich muss sammeln, Energie. Was er macht. Richtig. So, gehen wir auf die Hauptplattform. Sammeln wir Eis. Finde ich sowieso viel schöner von der Farbe her. Aber das tut ja nichts zur Sache, ne? Perfekt. Bis jetzt hat man Glück. Weil, wenn sie jetzt Feuer nehmen würde, wäre das ein bisschen schlecht. Dann wäre das Aufgeladene weg. Perfekt. Bis jetzt haben wir Glück. Ey, bis jetzt haben wir echt mega Glück. Also sammeln wir nochmal Eis. Gehen hier ein bisschen links, damit wir ausweichen können, falls sie Feuer macht. Bis jetzt noch nicht der Fall. Wir haben bis jetzt eigentlich ganz viel Glück gehabt. Normal macht die immer unterschiedliches Zeug. Jetzt. Okay. Hätten wir sie an. Perfekt. Verhext. Verhext und zugenäht. So ein widerliches Balk. Was? Oh Gott, ich so schnell kann ich gar nicht lesen. Hey Kumne, was schwebt da über deinem Kopf? Weiß ich nicht, aber über dir schwebt auch etwas, Kotake. Aber ich bin doch erst 400 Jahre alt. Und ich bin erst 380 Jahre alt. Diese Zwillinge macht dich nicht jünger als du bist. Du bist doch völlig senil. Ne, senil. Wenn man sie senil behandelt, man... Oh, wir sind Zwillinge, wie kannst du da älter sein? Hii, du herzloses Miststück. Du undankbares Weib. Du bist herzlos. Du bist... Ich hab's nicht gelesen. Ich mach...
mach dich fertig! Oh, liebe Leute, muss man erstmal meine Stimme, muss ich mal wiederholen. Oh, ist ja unglaublich. Ich kann nachher während der Arbeit nicht reden. Naja, was soll's? Gibt Schlimmeres im Leben, oder? Ups. So. Wird, so wie es aussieht, eine Folge mit Überlänge. Weil jetzt sind ja direkt 20 Minuten, müssen jetzt rum sein. Und ja, ich gehe jetzt mal in die Halle der Weißen noch und hör mal an, was der letzte Weiße zu sagen hat. Und mache den Videoclip mal wieder lauter. Bis gleich. So, liebe Leute, ja, sie hart in der Zitadelle der Zeit, wurde es jetzt gerade geheißen. So, ich mache hier eine kleine Aufnahmepause, hat es doch nicht so lange gedauert, als ich gedacht habe. Aber, naja, ich will mich nicht beschweren. Komm her, na, das hast du nicht ungeschoren getan. Du wirst bereuen. Hallo? Okay, so, mache hier eine kleine Aufnahmepause. Sag danke, dass ihr zugeschaut habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.